gerettet. Wenn es auch nur eine Übung war. Echte Einsätze haben die Männer von der Fliegerstaffel genug. In ihrem Zuständigkeitsbereich sind es rund 450 im Jahr. Bei der Barockkirche St. Bartholomä auf der Halbinsel Hirschau landet der Helikopter. Eine malerische Kulisse. Fast so schön wie beim Bergdoktor. Nur endet hier nicht jeder Einsatz mit einem Happy End. Der Watzmann ist einer der gefährlichsten Berge der Alpen. Dort zu klettern ist etwas für Profis, nichts für Spaziergänger. Diejenigen, die die Ostwand gehen, sollten auch dem körperlich und auch technisch in der Lage sein, die Watzmann-Ostwand gehen zu können. Doch auch geübte Bergsteiger können in Gefahr geraten. Zum Beispiel, wenn das Wetter umschlägt und die Wege nicht mehr zu erkennen sind. In der Not finden sie Zuflucht in den Schutzhütten. Mehr als 1000 davon gibt es in den Alpen. Die Hansberger Hütte am Wilden Kaiser bei Kufstein. Sie ist ein ganz besonderes Refugium. Hier wachen sogar höhere Mächte über die Sicherheit der Bergsteiger. Dafür sorgt die Wilde Kaiserin. Ich habe ein Morgenritual gemacht, um die Geister zu beschwören und die bösen Geister zu besänftigen und um diesen Ort hier zu schützen. Ja, das mache ich, weil ich manchmal das Gefühl habe, jetzt muss es einfach wieder mal sein, um diesen Platz zu schützen und zu heiligen, weil ich diesen Ort liebe. Und das ist kein Zufall. Denn hier ist Silvia Huber aufgewachsen. Sie kennt die Berge, war als Kind oft mit auf Klettertour. Die Erfahrung von damals hilft ihr noch heute. Als Hüttenpächterin hat sie nicht nur für das leibliche Wohl zu sorgen. Jenseits aller Schweinsbraten, Gemütlichkeit sind wir eine Schutzhütte. Und da gehört einfach auch dazu, dass man auf die Bergsteiger, die hier in der Gegend herumklettern, besonders Acht gibt, ob sie richtig ausgerüstet sind. Und auch wirklich den Gast sagt, bitte schreib ins Hüttenbuch oder gib Bescheid, wo du bist, wenn du nicht zurückkommst, dass wir in irgendeiner Form Hilfe organisieren können. Denn der Wilde Kaiser hat ein zweites, bedrohliches Gesicht. Wenn der Berg rumort, wird es gefährlich. Immer wieder kommt es zu Steinschlägen. Gewaltige Brocken lösen sich aus dem Fels und walzen alles nieder. Erst vor kurzem kam eine mächtige Steinlawine runter. Deshalb ist Silvia alarmiert. Brigitte? Ja? Geh aus einmal da. Komm her mal. Was hörst du das? Boah, da kommt schon wieder Stein runter. Die beiden Frauen sind beunruhigt. Ein Steinschlag kann Bergsteiger in große Gefahr bringen. Und auch die Hütte kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Unangenehme ist es, dass einmal die Wanderwege werden zerstört. Das ist immer viel Arbeit, die wieder herzurichten. Und die weitere Folge ist, dass die Straße verschüttet ist und wir von der Versorgung abgeschnitten sind. Im Notfall natürlich auch, ja, Versorgung ist auch Sicherheit, ne? Wenn nachts auf der Hütte irgendwas passiert, dann kannst du nur mit dem Auto runterfahren. Da kommt kein Hubschrauber. Wenn die Straße nicht funktioniert, bist einfach total abgeschnitten hier, ne? Das Morgenritual hat wohl geholfen. Der Wilde Kaiser ist gnädig und gibt Ruhe. Vielleicht ist er auch milde, weil er die Frauen nicht verscheuchen will. Sonst hat er es nämlich fast immer mit Kerlen zu tun. Traditionell ist der Kreis der Bergsteiger eine Männerwelt. Früher noch mehr als heute. Das hat Silvia schon als Kind gestört. Ich bin als junges Mädchen hier auf dieser Hütte groß geworden. Ich war das einzige Mädchen, überhaupt das einzige Kind. Und dieser ewige Wettbewerbs- und Konkurrenzdruck hat mir persönlich zu schaffen gemacht. Ich konnte zwar mithalten, aber es war immer sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich einen kleinen Gegenpol schaffe, könnte ich anderen Frauen ein Stück Mühe und Arbeit ersparen. Und die Berge für Frauen interessanter machen. Das Projekt Die Wilden Kaiserinnen wird geboren.
Als wir begonnen haben, vor mittlerweile schon 15 Jahren mit unserem Wilden Kaiserinnenprojekt, wurden wir allseits natürlich ein bisschen angefeindet und in erster Linie halt boshaft belächelt, so nach dem Motto, was wollen denn die Weiber da oben? Was wohl? Erholung. Deshalb, wer keine Lust hat auf Testosteronklettern, kann auf andere Angebote ausweichen. Silvia veranstaltet Frauenbergsteigen, Selbstfindungskurse oder auch unter fachfraulicher Leitung kreatives Schreiben. Und trotz allem Männersport? Die Wilde Kaiserin hat sich durchgebissen. Die Hansberger Schutzhütte ist immer rappelvoll. Und da gibt mir nur Blüten, ich habe einen Appetit. Gehen wir dir das bitte auszupfen schnell, weil das verwelkt, ich habe jetzt keine Zeit. Okay. Eine Rosmarin nehme ich gleich da zum Garnieren her. Du kannst gleich da dazu, dass ich die Spinatknödel, wunderbar. Die Frauenpower am Wilden Kaiser lockt im Sommer viele Gäste an. Ein gutes Geschäft für Silvia. Der Verdienst muss auch über den Winter reichen, wenn die Hütte geschlossen ist. Da hilft eine erstklassige Küche. Gib mir gerade eine Gastroform, das Fleisch ist durch. Ist das ein schönes Suppenfleisch? Ja, das ist eine Freude. Sensationell. Die Philosophie unseres Hauses, da geht es einfach um Geborgenheit und Genuss in den Bergen. Ja? Geborgenheit, die Gefahren in den Bergen sind allgegenwärtig. Ja? Genuss, weil das Leben ist einfach zu kurz, um schlechten Braten zu essen oder schlechten Wein zu trinken. Ja? Wer würde dazu schon Nein sagen? Vor allem Hallo. In dieser Umgebung. Schön, euch zu sehen. Laut einer Umfrage von ZDF Zeit schätzen 54% der Deutschen an den Alpen vor allem die Schönheit der Natur. Und weil die meisten Deutschen irgendwann wieder nach Hause fahren müssen, sind einige Alpenspezialitäten zu Exportschlagern geworden. Das ZDF-Zeit-Ranking der beliebtesten Mitbringsel. Auf Platz 3. Ein Gebrauchsgegenstand aus der Landwirtschaft. Kuhglocken. Hier in der Ausgabe XXL für den standesgemäßen Almauftrieb in Appenzell. Um Missverständnissen vorzubeugen, normalerweise tragen die Kühe die Glocken. Sie sind damit leichter zu finden. Auf Platz 2. Eine Gesangstechnik. Für den Jodellehrer Josef Ecker aus dem Chiemgau ist kein Weg zu weit, um den Preußen die berühmte Kulturtechnik näher zu bringen. Überall leitet er Kurse, mit einem Jodeldiplom als Abschluss für die Nordlichter. Fleiß- und Kehlkopfgymnastik verhelfen dann selbst den Berlinern zu einer zünftigen Gesangsvorstellung. Die unangefochtene Nummer 1 der Mitbringsel aber ist das Schnapserl. Davon verstehen die Elbler was. In Österreich etwa hat das Schnapsbrennen, dank Kaiserin Maria Theresia und ihrem Branntweinmonopol, eine lange Tradition. Seitdem weiß man dort, Schnaps ist nicht gleich Schnaps. Man sollte den Schnaps wie ein reines Parfüm handdrücken, reiben, dann ein bisschen weggetun. Und der Test wäre jetzt zum Beispiel, wenn in einer Stunde immer noch der Geruch um, wer weiß, ein Traumschnaps. Das können wir jetzt natürlich nicht gleich testen, aber... Also ich könnte dir jetzt schon sagen, dass das 100% ein deutscher Schnaps ist. Richtig. Wir hoffen mal, dass dieses Urteil ein Kompliment ist. Auf jeden Fall fördert so ein Schnapsal die Gemütlichkeit. Und das haben wir schon immer an den Alpen geschätzt. Auch wenn wir ihnen immer mal wieder untreu werden. In den 50er Jahren hat es damit ganz harmlos angefangen. Damals wurde ein Traum Wirklichkeit. Endlich ans Meer. Immer mehr Deutsche konnten sich ein Auto leisten und alle machten sich auf nach Süden. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit, weil sich das lohnt. Denn am Tag scheint dort die Sonne und am Abend scheint der Mond. Aber dann, aber dann. Aber dann wurde der mobile Traum zum Albtraum für die Menschen, die hier leben. Der Transitverkehr nimmt seit Jahrzehnten konstant zu, besonders im Bereich Gütertransport. In den letzten 10 Jahren wuchs er in Österreich um 24%.
Der Brenner ist am stärksten belastet. Pro Tag passieren knapp 5000 Lkw die Grenze. Die Knitztalbrücke in Tirol. 674 Meter lang. Teil der Brennerautobahn. Die Brücke beherrscht das Tal. Nicht nur optisch. Direkt unter der Autobahnbrücke in Steinach lebt Familie Maurer. Von beschaulicher Alpenidylle keine Spur. Ja, genau dies ist der Alltag. Dieser Lärm, es ist ständig nur Lärm. Wir haben es nie ruhig. Nicht einmal am Abend ist ruhig. Es ist zwar besser von 10 bis 4:30 in der Früh, aber es ist einfach so nervig. Es ist schon so, dass es keinen Alltag gibt, der mal ruhig ist. Von den Alpen als Ort der Stille können die Maurers nur träumen, wenn sie überhaupt schlafen können. Die Geräusche der Natur, in der nur das Läuten einer Kuhglocke die Ruhe stört, gehören schon lange nicht mehr zu ihrem Alltag. Die Verkehrsbelastung ist ein Problem für alle Alpenregionen. In der Schweiz verbannt man den Transitverkehr deshalb zunehmend auf die Schiene und unter die Erde. Am Brenner soll der Brenner-Basistunnel Abhilfe schaffen. Doch wann der kommt, weiß keiner. Franz Maurer baute hier vor 10 Jahren. Das Grundstück hatte er geerbt. Die Familie glaubte, der Lärm ließe sich aushalten. Wo wir angefangen haben zu bauen, da war der Verkehr bei weitem nicht so schlimm. Also jetzt, früher sind durch ganz Österreich 1.600.000 Lkw gefahren und jetzt fahren allein über den Brenner 2 Millionen. Ich kann die Wäsche nicht heraushängen. Ich muss immer die Wäsche im Keller hängen. Es ist immer Dreck. Es sind die Fenster geputzt. Noch nächsten Tag sind die Fenster wieder dreckig. Das ist echt ein großes Problem. Die Maurers wollen weg. Weg aus ihrer Heimat. Schon lange suchen sie einen Käufer für ihr Haus, zum reinen Selbstkostenpreis oder sogar darunter. Kaufen will keiner. Den Interessenten ist es zu laut. Der Lärmschutzspezialist Dr. Wolfgang Probst hat untersucht, warum der Krach im Schnitztal so unerträglich ist. Die Schnitztalbrücke weist einen relativ hohen Verkehr auf von ca. 1500 Fahrzeugen in der Stunde und wir haben einen Lkw-Anteil von ca. 20%. Das heißt, 20% dieser Fahrzeuge sind Lastkraftwagen, die ja ungefähr 10-mal so laut sind wie PKWs. Nachts ist der Lkw-Anteil sogar ca. 30%. Diese Brücke überspannt das Schnitztal und damit strahlt der Lärm eben auf eine sehr weite Fläche ein. Am schlimmsten ist eigentlich, wenn man nicht einmal in Ruhe da heraus sitzen kann, mit den Kindern was spielen kann da vorne raus oder in aller Ruhe mal mit jemandem Kaffee trinken und wirklich Ruhe hat. Das ist fürchterlich. Möglichkeiten, gegen den Lärm vorzugehen, gibt es nicht. Die gesetzlichen Grenzwerte im Tal werden eingehalten. Deshalb gibt es auch keine Schallschutzwände. Familie Maurer gehört zu jenen, die den Preis für unseren Fortschritt bezahlen. Durch die Globalisierung könnte das untergehen, was die Berge so faszinierend macht. Ihre Erhabenheit. Ihre Ruhe. Die Berge sind ein sensibler Lebensraum. Und unersetzlich für die Menschen, die hier verwurzelt sind, die hier ihre Heimat haben. Wenn ich durch die Wände steige, dann ist das für mich ein ganz eigenes Metier der Freiheit, des Erlebens, des Hochgefühls, Mensch zu sein. Der schönste Platz der Welt ist für mich hier.